Wussten Sie, dass pro Sekunde bis zu 12 Millionen Impulse auf unser Gehirn einströmen? In der heutigen schnellen Welt von Facebook, Twitter und Co. fühlt es sich so an, als wären es manchmal noch mehr. Das Problem: Unser Gehirn ist nicht dafür konstruiert, uns glücklich zu machen, sondern es will, dass wir überleben. Und deswegen achtet so ein erwachsenes Gehirn bei diesen 12 Millionen Impulsen gerne auf die Gefahren, Risiken und Probleme. Das Ergebnis: Wir erleben oftmals mehr Stress, als uns gut tut, und haben daher nur noch eingeschränkten Zugriff auf die Bereiche in unserem Gehirn, in denen unsere höheren kognitiven Leistungen verborgen sind. Doch wie gelingt es in der heutigen Welt, öfter innerlich mehr zur Ruhe zu kommen und dadurch wieder mehr Zugriff zu unserer Kreativität, Impulskontrolle, Konzentration, Empathie und vielen weiteren der wunderbaren Fähigkeiten zu bekommen, die in uns verborgen liegen? Denn wenn das gelingt, erreichen wir die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, einfacher. Wir verbessern die Beziehungen zu den Menschen in unserem Umfeld. Wir haben wieder mehr Energie, haben mehr das Gefühl, unser Leben in der Hand zu haben und erleben anhaltend Glück, Gelassenheit und Zufriedenheit. Und um Antworten auf diese Frage zu finden, habe ich in den vergangenen 18 Monaten mit vielen Menschen gesprochen, denen das gelungen ist. Ich habe mich beispielsweise mit Geiselverhandlern der Polizei getroffen. Was tut man innerlich, um sich zu stabilisieren, wenn ein Mann mit Sprengstoffgürtel und Sturmgewehr an einer Autobahnraststätte nahe Berlin damit droht, viele Menschen zu töten? Ich redete mit mehreren Friedensmediatoren der Vereinten Nationen, die zwischen Israel und Palästina oder auch am Kosovo mit verfeindeten Menschen arbeiteten. Ich habe auch mit Fluglotsen gesprochen, die teilweise im Minutentakt vollbeladene Passagiermaschinen unbeschadet landen lassen müssen. Und das stundenlang. Wie gelingt es solchen Menschen, gelassen zu bleiben und weiterhin Zugriff auf ihre kognitiven Fähigkeiten zu bewahren? Oder die Frage des inneren Glücks? Dazu habe ich mich mit einem eng Vertrauten des Dalai Lama ausgetauscht. Dieser 75-jährige buddhistische Mönch gilt als einer der glücklichsten Menschen der Welt. Und er hat mir detailliert die Methode erklärt, durch die es gelingt, diesen Zustand zu erreichen. Die Erkenntnisse dieser und vieler weiterer Menschen habe ich für Sie mit dem Wissen der modernen Hirnforschung verknüpft. Das heißt, Sie erhalten nicht nur interessante Einblicke in das Leben anderer, sondern erfahren auch, warum das, was diese Menschen tun, auch funktioniert. Also was geschieht genau in so einem menschlichen, erwachsenen Gehirn und wie können Sie das für sich nutzen? Sie erhalten in meinem Buch ganz konkrete Ideen, Ansätze und Methoden, die Sie selbst in Ihrem Leben anwenden können. Und Sie wissen am Ende des Buches, wie Sie die Aktivität Ihres Gehirns in wenigen Augenblicken so beeinflussen können, dass die Bereiche mehr anspringen, die für Ihr persönliches Glück und Ihr persönliches Wohlempfinden verantwortlich sind. Sie wissen auch, wie Sie in nur wenigen Wochen die Struktur Ihres Gehirns durch reine Gedankenkraft verändern. Und wie Sie dabei quasi ganz nebenbei messbar die Lebensdauer Ihrer Körperzellen verlängern und sich die Beziehungen in Ihrem Leben verbessern. Klingt wie Magie? Es ist aber ganz normale, einfach anwendbare Wissenschaft.